Geht's los? Jetzt haben alle den Sitzplatz gekriegt. Super. 5 Jahre, echt wahr. Ich frag's am Ende nochmal ab, okay? Ich mach's nochmal. Ja, okay. Ich leg mal los. Ich bin der Udo und ich bin begeistert über euer Interesse. Super. Gestern um die Zeit habe ich gerade erfahren, dass ich heute vortragen darf. Das heißt, ich habe gar keine Zeit, panisch zu werden. Der Vortrag heißt Meine Friseurin und die Agilität. Es kommt auch tatsächlich meine Friseurin vor, die Frau Müller heißt. Untertitel: Die Agilität ist irgendwo da draußen, oder? Ja, irgendwo da draußen. Ich habe gerade schon gehört, dass mein Globus irgendwie nicht so richtig gut gelungen ist. Aber irgendwo da draußen ist die Agilität. Die Inspiration zu dem Vortrag entstand auch irgendwo da draußen, nämlich im Urlaub. Das heißt, ich steige mit dem Urlaubsbild ein. Urlaub auf den Malediven, April 2013. Udo auf den Malediven. Das bin ich. Und der Grund, warum ich jetzt hier vorne stehe, ist das hier. Das ist nämlich eine Lungenentzündung. Das heißt, ich war mit meiner Freundin und einem Kumpel nicht auf den Malediven, um zu tauchen, sondern um in diversen Krankenhäusern zu liegen. Das ist nämlich auf dem Flug dahin ausgebrochen. War blöd, aber es hat mich auch so ein bisschen was gebracht, nämlich zum Nachdenken. Ich lag da in Malé, in der Hauptstadt, auf der Intensivstation. Hört sich jetzt schlimmer an, als es eigentlich war, aber lag da ein bisschen verkabelt und habe den Leuten zugeschaut. Ich habe nicht verstanden, was sie reden. Das waren irgendwie pakistanische Ärzte, die in einer mir völlig fremden Sprache miteinander geredet haben. Das heißt, ich war gezwungen zuzuschauen. Ich hatte nichts anderes zu tun, also habe ich zugeschaut. Was die da tun? Die haben sich alle paar Stunden mal getroffen, haben ganz intensiv miteinander geredet und ich bin da drauf gekommen, weil ich immer mal zwischendurch Wigardnord gehört habe. Das sollte wohl mein Nachname sein und danach haben sie sich ausgetauscht. Ich habe gedacht, hey, lustig, die machen Daily Scrum. Schien es aber auch echt irgendwie gewesen zu sein. Also die haben sich echt über ihre Patienten ausgetauscht. Die waren in einem Maß cross-functional, wie ich es mir vorher nie hätte vorstellen können. Also da war es dann völlig egal, wer jetzt den Schlauch aus dem Patienten, der neben mir lag, rauszieht, weil er irgendwie geröchelt hat. Oder es war egal, wer wieder mal auf den Taster von irgendeinem komischen Gerät gedrückt hat, damit es das Piepen aufhört. Es war völlig egal, wer jetzt die Bettpfanne bei dem anderen Patienten austauscht. Also es war so eine Station mit 5, 6 Betten drin. Das heißt, ich habe wirklich gesehen, was da abgeht. Boah, die sind cross-functional. Und die waren in einer Weise agil, gerade wenn es darum geht, wenn dieses sehr ekelhafte Geräusch kommt, das ist ja vielleicht aus Emergency Room, denn diese Nulllinie. Die haben alle stehen und liegen gelassen, sind dorthin und haben den Typen wieder irgendwie, ja, zumindest war das Piepen danach weg. War es weg, weil er weg war? Oder? Ich bin früher entlassen worden als er, sagen wir mal so. Also, es war ein agiles Team, aber irgendwie wie auf Speed. Total intensiv, total ja, leidenschaftlich, oder die waren total bei der Sache. Und ich habe mir gedacht, boah, von dem Team könnte ich mir mit meinem agilen Team echt nicht nur eine, sondern 5 dicke Scheiben abschneiden. Und bin dann drauf gekommen, ich habe mir überhaupt noch nie Gedanken gemacht, wie andere Berufsgruppen überhaupt arbeiten. Ich habe vorher noch nie intensiv beobachtet, wie andere Berufe ticken. Sollte man meinen, die dürften ja überhaupt nichts gebacken kriegen, die kennen keinen Scrum, das darf ja gar nicht funktionieren. Aber schon alleine, dass wir hier in einem Gebäude sitzen und Getränke kriegen, zeugt ja davon, naja, irgendwer scheint schon irgendwas gebacken zu kriegen. Und ich habe mir gedacht, hey, ich bin echt auf meinem agilen Inselchen, um mich rum ist Wasser und ich weiß überhaupt nicht, was die Kontinente da außenrum überhaupt sind, was es da zu entdecken gäbe im übertragenen Sinn. Und
meine kleine agile Insel schien irgendwie maximal weit vom Land weg zu sein, also ungefähr hier. Wenn das Florida ist, dann ist da wirklich nichts. Also hoffe ich. Und ich habe mir gedacht, ey, es wird jetzt echt Zeit, mal von meinem hohen Ross runterzukommen. Dieses hohe Ross, das ich mir gebaut habe in den letzten Jahren, so mit, ja, wir machen diese agilen Prozesse, wir sind super, wir sind selbst optimiert, wir sind selbst organisiert. Eigentlich echt ganz schön auf dem hohen Ross. Das heißt, meine Devise war, absetzen. Runter vom hohen Ross und stattdessen mal die Augen aufmachen. Das heißt, in dieser komischen Intensivstation auf Malé, den Malediven, ist dann tatsächlich die Idee entstanden, hey, ich tingle einfach mal rum und beobachte mal andere Berufe. Oder ich frage mal nach. Und ich versuche mal ein paar Inspirationen zu holen, was ich auch mit meinen Softwareprojekten daraus lernen kann. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe also ein paar Gespräche geführt. Richtig ein paar stundenlange Interviews. Mit dem Feuerwehrkommandanten, mit meiner Friseurin, mit meiner Tanzlehrerin, mit einer Krankenschwester und mit einer Theaterpädagogin. Und ich habe die einfach mal so die Themenvielfalt war, wie bestimmt ihr denn, was überhaupt euer Projektziel ist? Die haben mich ja mit großen Augen angeschaut, Projektziele. Oder wie definiert ihr denn, was entstehen soll? Wie kommuniziert ihr untereinander oder mit euren Kunden? Habt ihr überhaupt Teams oder seid ihr Einzelkämpfer? Wie geht ihr mit Scheitern um oder funktioniert bei euch einfach immer alles? Und wie werdet ihr besser in dem, was ihr tut? Ein paar Themen waren für die Gesprächspartner sehr naheliegend, andere musste ich erst erklären, die wussten nicht so recht, was ich von ihnen wollte. Ich habe ein paar Lerneffekte gekriegt. Und zwar bei einigen Sachen bin ich echt bestätigt worden. So, die Prinzipien, nach denen wir in unseren agilen Softwareprojekten arbeiten, sind schon mal gar nicht so schlecht. Bei ein paar Sachen hatte ich einen Augenöffner, wo ich dachte, hey, warum habe ich das bis jetzt nie gesehen? Bei ein paar Aspekten musste ich mir was Unbequemes anhören, das überhaupt nicht zu der agilen Welt gepasst hat, die ich mir zurechtgezimmert hatte. Also, nee, das will ich eigentlich so nicht leben. Und das Ganze, das ist jetzt die Disclaimer-Zeile vorneweg, ich maße mir nicht an, Softwareprojekte gleichzusetzen mit der Arbeit von Krankenschwestern, wo es um Leben von Menschen geht. Also versucht es bitte auch so abstrakt zu sehen. Ein Leben von Menschen ist schon mal irgendwie was krass anderes, als ein paar Bugs zu fixen, die später noch reinkommen. Das, was ich euch mitgeben möchte in der Stunde jetzt, ist, ich möchte mit euch das teilen, was ich in diesen Gesprächen gelernt habe. Ein paar agile Inspirationen an euch weitergeben, vielleicht hilft es euch was für den Rest des Tages, dass ihr vielleicht die Vorträge mit anderen Augen oder mit ein bisschen mehr Enthusiasmus sehen könnt und vor allem am Montag, wenn ihr wieder in eure Projekte geht. Ich habe zwar vorhin gesagt, ich bin der Udo und das ist meine Lunge, ich bestehe aber nicht nur aus Lunge. Drumherum ist noch, ja, ich spiele im Team der Komplement, also spiele nicht im Sinne von Fußball, da will ich nicht gewählt werden, sondern ja, ich arbeite bei der Komplement. Im Kopf habe ich agile Themen, mit meiner Hände Arbeit mache ich HR, also ich bin bei uns der versucht, neue, coole, talentierte Entwickler für die Komplement zu begeistern und die coolen, talentierten, die da sind, da zu halten. Und ich bin als agiler Coach unterwegs. So, und der Weg, also meine Füße, wo sie mich hergebracht haben, ich war als Entwickler unterwegs, als Scrum Master, als Product Owner und als IT Manager, das heißt, ja, ein paar Schritte hat der Weg schon gehabt. So viel zu mir. Und ihr könnt danach nicht sagen, dass ich als Sprecher euch nicht tiefe Einblicke gewährt hätte. Legen wir los mit dem Herrn hier. Das ist der Einzige, von dem man den Beruf sofort erkennt. Es geht nämlich darum, wenn es im Projekt brennt. Ich habe gesprochen mit dem Frank. Der ist Feuerwehrkommandant von einer sehr großen freiwilligen Feuerwehr hier im Nürnberger Umland. Und er ist First Responder, das sind die, die dann halt Ersthilfe am Unfallort leisten. Manchmal als Feuerwehrmann, manchmal als Sanitäter. Und ich habe ihn gefragt, wie läuft denn bei euch ein Projekt? Bei Ihnen oder bei denen, bei Frank, fängt ein Projekt laut an. Es gibt wirklich einen Alarm. Gut, IT-Projekte fangen manchmal auch laut an, aber vielleicht nicht immer so koordiniert. Das heißt,
es geht die Sirene, die Leute gehen ins Feuerwehrhaus und da ist ein Funkgerät und von der Zentrale kriegen sie erstmal ein paar Basic-Infos. Großbrand, Personenschaden befürchtet, wir haben noch 5 andere Wehren geholt und das ist ein Projekt oder das ist ein Brand der Klasse XY. Also die haben es wirklich in Größen eingeteilt. Mehr wissen sie erstmal noch nicht. Und dann fängt die Teambildung an. Das ist eine freiwillige Feuerwehr, das heißt, Frank weiß nicht, wer kommt. Es kommen ein paar, die gerade aus der Kneipe kommen, es kommen ein paar, die gerade von der Arbeit kommen und man weiß überhaupt nicht, ob jemand kommt. Das heißt, er muss sein Team zusammenstellen mit den Kenntnissen, die er gerade vorfindet. Und nicht so richtig weit weg von unseren Projekten. Okay, manchmal stellen wir es anders zusammen, als es der gesunde Menschenverstand vielleicht befehlen wird. Aber er formt wirklich für jeden Einsatz ein individuelles Team mit dem besten Wissen, das er jetzt gerade zur Verfügung hat. Und dann fahren sie los zum Einsatzort. Auf dem Weg zum Einsatzort holen sie sich schon Infos. Der hat gemeint, ja, man sieht schon relativ viel aus der Größe der Rauchsäule. Ja. Okay. Bei unserem Projekt manchmal auch so. Also sie fahren los zum Einsatzort und laufen erstmal nicht los. Das hat er total gewichtig gesagt. Hey, wir bleiben erstmal da und ich als Einsatzleiter mache mir ein Bild. Ich habe mir gedacht, ja, in unseren Projekten, jemand befiehlt Projektstart und wir fangen los zu implementieren. Architektur ist eh klar. Die laufen nicht los. Und aus dem Bild, das sie sich machen, ergibt sich die Strategie. Nicht umgekehrt. Wir machen die Strategie und biegen uns die Realität zusammen, dass es passt, sondern umgekehrt. Das heißt, das Bild, das ich von Frank habe, da hat irgendein Getreidesilo gebrannt. Das sieht man vordergründig. Er schaut sich's an und abstrahiert. Er erkennt also an diesem brennenden Inferno und den wuselnden Feuerwehrleuten, die schon von anderen Wehren dort sind, okay, da brennt also was, unten stehen Autos drin. Oh, Autos, Sprit, okay, vielleicht ist Explosionsgefahr. Info 1. Info 2, nebendran steht ein Wohnhaus. Vielleicht müssen wir das Dach kühlen, damit der Brand nicht überspringt. Wohnhaus, hey, Moment, haben wir sichergestellt, ob da nicht Personen drin sind? Personenschutz geht immer vor und Mensch, irgendwie reicht es nicht, wenn wir mit den anderen Wehren nur von vorne löschen, wir müssen hinten rum, müssen das Ding von hinten angreifen. Und dieses abstrakte Bild, hat er gesagt, würde er nie im Leben haben können, wenn er sofort einfach lossprinten wird, einen Schlauch anschließen und irgendwie Wasser auf das Ding klatscht. Also das Bild vor Ort ergibt die Strategie. Und dann entscheiden sie, was zu tun ist. Und er ist als Einsatzleiter nicht alleine. Die haben gestaffelt nach der Größe ihrer Projekte immer noch so Berater dabei. Die haben dann so lustige Namen wie Kreisbrandrat, Kreisbrandinspektor und Kreisbrand irgendwas. Also hört sich immer echt wichtig an. Und das sind altgediente Feuerwehrleute, also keine Theoretiker, sondern Leute, die das seit Jahrzehnten machen. Und die stehen dem Einsatzleiter erstmal beratend zur Seite. Je größer der Brand, desto mehr Schulterklappen hat der Berater, der da nebendran ist. Und die lassen den Einsatzleiter auch machen. Das sind seine Entscheidungen, die beraten. Nur wenn sie merken, der ist jetzt total haarsträubend unterwegs, würden sie ihm das Heft auch aus der Hand nehmen. Aber er entscheidet nicht alleine, sondern hat Berater. Und dann, das ist der Smiley mit Gesicht nach unten, kam sowas, wo ich gedacht habe, boah, das will ich in unserem Projekt nicht. Der hat gemeint, wenn Gefahr im Verzug ist, funktioniert es nach einem hierarchischen Prinzip. Das heißt, einer sagt an, was zu tun ist. Da funktioniert es wirklich mit Befehlen. Das heißt, der Einsatzleiter sagt, okay, dieser Angriffsdruck geht auf der Seite durch, der geht da hinten durch, ihr bleibt hier, baut eine neue Schlauchleitung auf. Also in diesen hektischen Szenarien, hat er gemeint, funktioniert es nur, wenn es hierarchisch ist. Da wird jetzt ein selbstorganisierendes Team wahrscheinlich eher hinderlich sein. Beißt sich aber dann trotzdem nicht, habe ich nachher gelernt, weil der Befehl lautet nur, hey, ihr Angriffstrupp, ihr geht da rechts um das Gebäude rum. Wenn sie rum sind, sind sie wieder auf sich alleine gestellt. Das heißt, diese ganzen kleinen Entscheidungen, welchen Balken sie jetzt zuerst löschen, das trifft das Team dann wieder selber. Auf unsere IT-Projekte bezogen, sondern es wäre eher blöd, wenn der Manager dann Micromanagement betreibt, ne, und euch jede Codezeile vorschreibt. Also da war dran trotzdem eine Analogie. Und er hat mir auch gesagt, wenn es dann mal läuft,
müssen sie jederzeit offen sein, die Prius zu ändern. Er hat es mal festgemacht an dem Beispiel, wo er als First Responder unterwegs war. Es gab einen Unfall, es ist ein Bauer auf den Kirschbaum geklettert, runtergefallen und kann sich irgendwie nicht mehr so richtig bewegen. Boah, Wirbelsäule, weiß man nicht. Er ist also mit seinem Einsatzauto hingekommen, hat erste Hilfe geleistet, so auf sich rangetastet, boah, kribbelt es noch im Fuß, spürst da irgendwas, kannst du den Kopf bewegen, also durch Fragetechnik sich so ein bisschen rantasten. Der hat sich ein bisschen stabilisiert und auf einmal ist der Blutdruck nach oben gegangen, durch die Decke. Und er hat die Prios geändert. Er hat nämlich herausgefunden, der Blutdruck steigt nicht, weil es dem Typen so schlecht geht, sondern weil mittlerweile seine Familie gekommen ist und besorgt, wie sie natürlich sind, auf ihn einreden. Das hat ihn total wahnsinnig gemacht. Sein Blutdruck ist nach oben und er hat seine Prio verändert, weg von dem, was eigentlich offensichtlich ist, den Patienten zu versorgen, zu Familie verscheuchen. Also irgendwas, was jetzt, wo man nicht als erstes daran denkt. Ja, man denkt, boah, im Projekt ist es auch oft so. Du denkst, boah, ich muss Code schreiben, ich muss Code schreiben. Und dabei merkst du gar nicht, dass es eigentlich woanders gerade einen hohen Blutdruck gibt. Ja, ich meine, wenn die nicht offen sind, die Prios jederzeit zu ändern, nach dem, was der gesunde Menschenverstand befiehlt, sterben Leute. Sterben aber nicht immer Leute. Die haben ja auch gesagt, wenn es richtig gut läuft, nutzen sie das auch aus. Der hat meint, sie haben einen Fall gehabt im letzten Jahr, da hat einer einen Herzstillstand gehabt und diese Rettungskette hat von der ersten Sekunde an funktioniert. Der Mensch, der neben dem Umgefallenen gestanden ist, hatte vorher erst einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, hat sofort angefangen mit Reanimation. So lange, bis die First Responder gekommen sind, die haben sofort Sauerstoff gegeben, der Rettungshubschrauber war 3 Minuten später da, die haben den ins Krankenhaus geschafft und es war wirklich ein Herzstillstand. Und es hat dazu geführt, diese funktionierende Rettungskette, dass der Patient 2 Wochen später auf den eigenen Beinen aufrecht aus dem Krankenhaus rausgegangen ist. Und er hat gemeint, in jeder in jeder Mannschaftsversammlung, die sie in den nächsten Monaten gemacht haben, haben sie sich selber gesagt, hey, wenn es funktioniert, funktioniert so. Wenn es funktioniert, können wir Tote zum Leben erwecken. Ja. Okay, aber das ist es eigentlich. Das heißt, Erfolge nutzen, um sich der eigentlichen Gestaltungsmacht eigentlich mal wieder ein bisschen bewusst zu werden. Wenn es mal nicht funktioniert, nutzen sie alle Artefakte, die sie haben, um es zu analysieren. Wenn die zum Beispiel jemanden wiederbeleben und diesen Defi aufsetzen, dann zeichnet dieser Defi die Herzfrequenzen auf. Und sie setzen sich danach zusammen und schauen sich an, wo was passiert ist. Da ist auch so ein Timestamp dabei. Und hier an der Stelle ist das passiert. Da haben wir diese Injektion verabreicht. Also hat sich so ausgewirkt. Das heißt, die nutzen die Artefakte, wenn es gut gelaufen ist und auch wenn es schlecht gelaufen ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals wieder ein Testplanprotokoll angeschaut hätte, nachdem das Ding released war. Also ich habe meine Artefakte nicht genutzt. Sie nutzen es in ihren Schulungen. Schulungen ist sowieso ein super Thema gewesen. Schulung oder Lernen bei der Feuerwehr schien sich auf ein Wort zu beschränken. Üben. Üben, üben, üben. Am Anfang ist es grottig, dann ist es okay, gut und am Schluss ist es perfekt. Der hat gemeint, diese Standardabläufe wie Schlauchleitung aufbauen, vorrücken, die Pumpe irgendwie ans Laufen kriegen, das muss aus dem Stammhirn raus, aus dem Großhirn raus ins andere. Also das muss total automatisiert sein, damit sie es bei Bedarf anpassen können, ohne erst die Situation analysieren zu müssen. Das heißt, die üben es immer, immer, immer wieder. Und sie tun das, indem sie es zelebrieren. Ist einer von euch bei der Feuerwehr? Okay, welches Leistungsabzeichen? Goldblau in TRL und Goldgrün in TRL, also 5. Okay. Gut, Michael, du? Gold. Seht schon. Die haben sich Auszeichnungen überlegt. Die ritualisieren ihr Lernen. Die üben den gleichen Ablauf immer wieder. Schlauchleitung legen, Verteiler setzen, Angriffsdruck zum, boah, ich krieg's nicht mehr richtig zusammen.
Man muss auf jeden Fall, vereinfacht gesagt, vorlaufen und den Eimer mit Wasser umspritzen. Also jetzt nicht wirklich spektakulär, aber irgendwas, was du immer wieder üben kannst, in dem genau festgelegten Zeitfenster, um das wirklich zu verinnerlichen. Und damit es Spaß macht, haben sie sich so Leistungsabzeichen, also goldrot ist das höchste, oder? Stimmt das? Ja. Also du wirst besser. Ja. Hey, diese Clean Code-Ränge, die es da gibt, das geht so ein bisschen in die Richtung, aber da geht es auch darum, irgendwas immer wieder zu üben und sich nicht einzubilden, dass man die vom Himmel heruntergeregnete Weisheit ist, die nur mal einen Bericht in der .NET Pro liest und dann auf einmal alles kann. Sondern immer wieder üben, das gehört dazu. Und auch Rückschläge zu nutzen. Der hat mir von einer Situation erzählt, wo einer ihrer Krankenwagenfahrer auf dem Einsatz über die Kreuzung gerauscht ist. Irgendwer ist ihm reingefahren, weil er halt bei Rot drüber gefahren ist. Und der hat den Krankenwagen umgeräumt. Also der lag wirklich auf der Seite. War auch in den Nachrichten, da hat man ein paar Bilder gezeigt, das hat jetzt nicht wirklich schön ausgeschaut. Es ist zum Glück nichts passiert. Und was sie gemacht haben, waren, sie haben den Fahrer, der den Einsatzwagen umgelegt hat, genommen und gesagt, hey, du machst ab jetzt die Fahrertrainings. Du bist jemand, der Erfahrung hat, die niemand anders hat. Du machst es. Also nicht der Rockstar-Checker, sondern der, der erstmal irgendwas verbockt hat. Wo ich dachte, wow, ja, okay, gut. Ich glaube, er hat seitdem auch keinen Einsatzwagen mehr umgeworfen. Aber sie hat Rückschläge genutzt, um Schwung draus zu holen. Und ich bin nach den 2-3 Stunden Gespräch mit dem Frank rausgegangen und habe gesagt, wow, hey, das ist total cool. Mir war es überhaupt nicht bewusst. Ich war als Teenie auch mal in der Feuerwehr, aber von unserem Dorf, das war jetzt, da waren die Schwerpunkte anders. Die Inspiration, die ich aus dem Gespräch rausgezogen habe, war, mach erst eine Ortsbegehung, mach dir ein Bild, bevor du loslegst mit deinem Projekt. Hol dir alte Hautegen und versuch nicht mit Theoretikern irgendwie was zusammenzuzimmern. Achte in deinem Projekt drauf, was treibt gerade den Blutdruck nach oben. Ist es dieser einzige kleine Bug oder ist es, dass dein Kunde unstrukturiert unterwegs ist und dir ständig neue Requirements reinpresst, was auch immer. Und gesteh dir ein, dass Lernen wichtig ist und das ist ein Punkt, den man auch zelebrieren kann. Das war das, was ich in Frank gelernt habe. Feuerwehrkommandant und First Responder. Und danach bin ich zum Friseur. Also jetzt nicht genau danach. Das ist Frau Müller, winziger Friseursalon in Fürth. Und mit der habe ich über Requirements gesprochen. Ich bin zu Frau Müller, habe mich halt auf den Stuhl gesetzt und habe gedacht, ich sage ihr jetzt mal absichtlich wenig. Also offensichtlich sage ich immer wenig. Ich setze sie halt hin, ja, und wie wollen Sie es denn? Ja, so seitlich, kürzer und oben auch so ein bisschen. Und dann 1:1 euer Text, oder? Ja. Und die hat angefangen. Dann habe ich gesagt, woher wissen Sie denn, wie ich es haben will? Und sie hat sich total angegriffen gefühlt. Sie hat sofort gedacht, ich kritisiere sie jetzt in ihrer Arbeit. Ich war der Meinung, nee, die Frage war schon neutral formuliert, war auch eine interessante Erkenntnis, wenn man jemanden mal wirklich aufmerksam fragt, haben wir offensichtlich eine Kultur, die das erstmal mit Kritik verbindet und nicht mit positivem Interesse. Das war so eine Seitenerkenntnis. Dann habe ich ihr erklärt, was ich damit tun will, ja, so Vortrag, Softwareentwicklung, da kann sie jetzt nicht wirklich was mit anfangen, aber sie hat dann zumindest verstanden gehabt, ich will ihr nichts Böses, sondern will wissen, wie sie arbeitet. Hab dann nochmal gefragt, woher wissen Sie denn, wie ich es will. Ich habe doch so gut wie nichts gesagt. Und der dann meint, ja, sie hat ja noch mal andere Informationsquellen als jetzt diese paar leeren Sätze. Sie nutzt nämlich mehr als eine Infoquelle. Sie hat gemeint, sie hat das, was sie von mir hört und die schaut halt an, was ich so auf dem Kopf habe. Naja, so ähnlich wird das dann auch wieder wollen. Also der will jetzt nicht auf einmal die Hochsteckfrisur meinen. Also, sie schaut sich auch an, was sie vorfindet und puzzelt es zusammen. Sie hat dann gesagt, sie geht gar nicht davon aus, dass ich das super beschreiben kann. Sie geht iterativ vor. Wenn diejenigen, die noch ein bisschen länger, also Assad jetzt eher nicht, ihr kennt es vielleicht, die hält immer so die Haare hoch, die Schere hin und sagt, so viel wegnehmen,
kennt ihr vielleicht. Das heißt, sie tastet sich ran. Oder dann nimmt sie dieses Rasierdings und sagt, was ist das letzte Mal, der große Aufsatz oder der kleine Aufsatz? Das war eher der hier. Das heißt, sie tastet sich immer weiter ran, sie geht iterativ vor bei ihrem, eigentlich ist es nichts anderes als Requirements Engineering. Sie checkt, was für Anforderungen bestehen. Und zu dem Iterativen hat sie mir auch was gesagt, ja, da war eine Frau, die hat blondiert, die hat ganz blonde Haare gehabt und die wollte es halt seitlich auch irgendwie kurz. Und ja, sie will 6 mm. Und die Friseurin hat gesagt, na, 6 mm ist bei ihren hellen Haaren komisch, weil da sieht man dann die ganze Kopfhaut durch. Würde ich Ihnen nicht empfehlen. Lassen Sie uns doch 12 machen. Nee, ich will schon 6. Okay, machen wir 6. Ich fange erstmal, damit es leichter geht, mit dem 12er an und dann durch den 6er drauf. Dann hat sie da also auf 12 mm rasiert und dann gesagt, okay, das sind jetzt die 12, machen wir jetzt mit den 6 weiter und die Kundin dann, nee, das ist ja super, das lassen wir so. Also die validiert die Infos, die sie kriegt und handelt drauf. Also sie sagt nicht, das ist das Pflichtenheft, das werde ich jetzt implementieren. Und dann halt, witzig fand ich die Art, wie sie ihre Fragen stellt. Also sie stellt nicht einfach, wie viel soll ich wegnehmen, sondern irgendwie so viel. Wenn ein Kunde, sie hat mir auch gesagt, ja, ein Kunde, machen Sie bitte 2 cm weg. Ja, 2 cm. Also, so viel? Ja, boah, das ist wahnsinnig. Dann 4 oder weniger. Also dann einen. Das heißt, sie hat einfach durch was Visuelles gecheckt, ob das, was er sagt, zu dem, was sie jetzt daran ist zu tun, ob es zusammenpasst. Bei unseren IT-Projekten, ich habe mir gedacht, hey, Prototyp, bastelt denen mal was, wenn es nur ein Mockup ist. Und dann wird ganz schnell klar, ob 2 cm für den jetzt der Mockup ist oder der Mockup. Also sie hat es immer wieder validiert. Sie hat es auch auf andere Art und Weise validiert. Und jetzt kommt der Moment, wo ich mein Friseurfachwissen, das ich mir reinbringe. Sidecut. Ne? Sidecut. Ich weiß, dass der Richie weiß, was es ist. Ich weiß nicht, woher es weiß. Ich gehe auch zum Friseur. Ah, nicht zu Frommüller. Ein Sidecut ist das hier. So Cristiano Ronaldo Frisur. Oben dieses Decker irgendwie langseitig abrasiert und hier irgendwie so eine scharfe Kante. Bei ihr war ein Kunde, der hat gesagt, ja, ich will einen Sidecut. Schon gemerkt, wow, Vertrauen im Fachwissen, Friseurchecker. Frau Müller hat sie ihm nicht abgenommen und gesagt, ah, Sidecut, ja klar, mach mal. Also seitlich also abrasiert. Ja, schon ein bisschen länger, also so. Und hier dann so eine richtige Kante, ne, so ein weichen Übergang eher. Das war aber das Deckhaar dann schon richtig lang. Nee, da soll schon was weg. Also da war danach von dem Sidecut nichts mehr übrig. Das war dann irgendwie nicht mehr Cristiano Ronaldo, sondern Bastian Schweinsteiger. Es war was anderes. Versorgt? Checker. Du musst ihn jetzt nicht definieren. Also, machen wir danach. Das heißt, sie hat auf eine Art, sodass es dem Kunden, dass sich der Kunde nicht wieder letzte Depp vorkommt, validiert, was er sagt. Ich habe mir gedacht, hey, wenn mein Kunde schon mal kommt und sagt, ja, er will hier jetzt eine Weblösung, die auf MVC basiert und er möchte das nach dem und dem Pattern so haben und er will auch die und die Webservices angebunden haben von den externen Systemen, denken wir, boah, der macht es mir aber echt leicht, der weiß ja schon alles und setzt es so um, ohne mal zu validieren, ob sein Verständnis von einer bestimmten Fachvokabel identisch ist mit der von unseren Teams. Also wir waren echt immer, nicht immer, manchmal schlecht im Validieren von dem Fachvokabular. In der Summe führt es bei ihr dazu, dass sie wenig Fehler macht, weil sie es validiert. Klar, nicht immer. Ja, wie gehen Sie mit Fehlern um? Ja, wie soll ich denn damit umgehen? Sieht man ja. Sie hat mir erzählt, ich habe dann gesagt, was waren so spektakuläre Fehler? Ja. Einer wollte auch es irgendwie auf 2 cm haben und sie hat halt diesen 2 cm Aufsatz auf ihren Rasierer und der ist ihr beim Rasieren
runtergefallen irgendwie. Oh. Die haben in eine ordentliche Landebahn reingefräst. Also eher hinten. Ne? Und fragt, ja, haben Sie heute Abend noch was vor? Ja, nee, warum? Ist besser so. Und dann hat sie den Spiegel hingehalten. Und sie hat gesagt, ja, wie soll ich mit Fehlern umgehen? Ich muss Ihnen ja sagen, er sieht sie ja. Das heißt, sie hat eine Fehlerkultur gehabt. Sie musste die Fehler eingestehen und nicht die Performance erstmal irgendwie verschleiern oder keine Ahnung, was die runtergefallene Rasuraufsatzsache da bei euch in den Projekten ist. Also sie musste, weil sie gar nicht anders konnte. Was ich mitgenommen habe, war wirklich der Kern, daher auch der Titel von dem Vortrag, dieses visuelle Requirements Engineering. Sich rantasten, Wortschatz validieren, irgendwas zeigen, über das man diskutieren kann und die 1000 Worte nicht nur 1000 Worte sein lassen. War super. Ich habe mich danach auch bei ihr bedankt. Hey, da war der Vortrag, war gut. Und ja, und ich hatte das Gefühl, die wusste jetzt gar nicht, dass ich wirklich mit anderen Leuten über ihre Arbeit geredet habe. Die war zufrieden mit dem, was sie tut, und das war okay. Und Sidecut ist jetzt bei mir nicht wirklich mehr drin, aber es ist mehr drin. Und zwar mit der Dame hier. Bei der Dame geht es um Flow. Ums Tanzen. Ich habe nämlich tanzen gelernt. Das heißt, ich habe angefangen, tanzen zu lernen. Sagen wir mal so. Und die Nathalie ist die Inhaberin von der Tanzschule in Nürnberg. Dance Max, nebenbei gesagt, sehr zu empfehlen. Ich kriege kein Geld dafür. Und mit der habe ich über das Lernen gesprochen, weil das schien mir da echt zentral zu sein. Ich habe sie in der Pause dann mal beiseite genommen und gesagt, hey Nathalie, wie bringst du Bewegungslegasthenikern wie mir was bei? Und die hat sofort gewusst, was ich will, was mich ein bisschen nachdenklich gemacht hat. Ja, es ist ganz einfach. Es sind eigentlich nur 2, 3 Prinzipien und die funktionieren immer. Das Erste, was sie gesagt hat, ich bringe dir ja nicht den Tanz auf einmal bei. Wir machen zuerst den Schritt und in der nächsten Stunde machen wir noch einen dazu und dann noch einen dazu. Wenn ich dir am Anfang gleich diese ganze Bewegungsfolge zeigen würde, wirst du aus dem Fenster springen. Also Komplexität reduzieren, hat sie tatsächlich auch so gesagt. Es geht darum, Komplexität zu reduzieren. Ich dachte, oh, naja, haben wir schon mal gehört. Agiles Prinzip, Komplexität reduzieren. Und dann hat sie gesagt, ich schaue mir auch an, wer mir da gegenübersteht und wie ich den ansprechen muss. Wenn jetzt einer da schon im Gold mit Eichenlaub und Schwertern Kurs ist, dann kann sie da schon Fachausdrücke verwenden. Wenn da der kleine Udo kommt, dann muss man halt sagen, Walzer ist einfach, das ist einfach nur, stell dir vor, da ist ein Bierkasten auf dem Boden und du tanzt nacheinander im Viereck auf die Ecken von diesem Bierkasten. Ja, ey, Bierkasten ist verschämt. Ich trinke nicht mal Bier, ne? Aber das habe ich trotzdem verstanden. Transferleistung und so. Die hat sich nicht mal, also die hatte nicht das Gefühl, dass ich sie für blöd halten könnte, weil sie nicht ihre Fachbegriffe verwendet, sondern sie hat ein Vokabular verwendet, das ihre Zielgruppe, sprich der kleine Udo, versteht. In den Projekten bin ich dann immer mal so unterwegs, ich denke, ich muss den Kunden erstmal mit 5 Namen von Patterns erschlagen, damit er sieht, dass ich wirklich der Checker bin. Auch wenn ich vielleicht befürchten könnte, naja, das hat er jetzt dann wirklich verstanden. Aber erstmal signalisieren, man kann es ja. Nee, bei ihr ist es genau andersrum. Und dann hat sie noch ein Prinzip genannt, Pairing. Sie sagt, es ist günstig, wenn zum Beispiel die Dame, aus irgendwelchen Gründen scheinen uns die Damen fast immer besser zu können, sie ist froh, wenn die Dame es besser kann als der Herr, weil die Senior-Tänzerin dann den Junior-Tänzer mit hochzieht. Und sie muss gar nicht so viel sagen, es geschieht dann irgendwie von alleine. Bei mir war es genauso, meine Frau ist sehr Senior im Vergleich zu mir. Sie hat nur gesagt, es wird schwierig, wenn zu viel Unterschied ist. Wenn schon diese Tanzcheckerin kommt und hat ihren Tanz-Neandertaler dabei und die sagt, hey, das muss aber schneller gehen, dann geht es gar nicht. Also die Kluft darf nicht zu hoch sein. Denk mal an eure Pair-Programming-Sessions.
wann es am besten geht, wann der Flow am größten ist. Letztlich ging es aber auch bei ihr drum, auch wie beim Frank, darum. Niemand wird sich anmaßen, nach einer Tanzstunde tanzen zu können. Du musst üben, üben, üben und irgendwann kriegst mal einen Flow. Ich hatte tatsächlich mal ein paar, also das waren relativ kurze Zeiträume, wo ich dachte, boah, ist das cool. Aber auch erst nach einer Zeit. Was ich von Nathalie gelernt habe, war üben, 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 Komplexität zu reduzieren. Und das hier war auch recht überraschend für mich. Richtigen Flow kriegt man nur schwer alleine. Also für richtigen Flow brauchst du Leute größer eins. Beim Tanzen waren es halt genau zwei. Das war die Nathalie. Jetzt kommen wir zu Martina. Bei Martina geht es ums Kümmern. Die ist Krankenschwesterin. Und auch hier nochmal die Anmerkung von vorhin. Versucht die Vergleiche abstrakt zu sehen. Martina ist Kinderkrankenschwester und die wusste jetzt nicht wirklich, was ich mit Projektzielen will. Die Prioritäten sind eh klar. Ich habe mir dann klar gemacht, wie ihre Prioritäten sind. Zum Beispiel, wenn irgendwo dieses komische Geräusch kommt mit Nulllinie. Die lassen alles stehen und liegen, außer es ist irgendwo anders auch ein Nulllinien-Geräusch, dann weiß ich auch nicht, wie sie es lösen. Aber sie lassen alles stehen und liegen, rennen in den Raum, wo dieses Gerät mit dem Patienten steht. Und die hat auch gesagt, die Reihenfolge ist wichtig. Man möchte jetzt meinen, man schaut zuerst zu dem Gerät, das da das Geräusch von sich gibt. Sie ignoriert dieses Geräusch. Sie schaut zuerst zum Patienten und schaut, ob sich der bewegt, ob der blau ist im Gesicht oder... Keine Ahnung, welche Farbe man annimmt, wenn man so eine Nulllinie hat. Also sie schaut zuerst auf den Patienten und dann stellt sie das Nulllinien-Geräusch aus, das höchstwahrscheinlich wieder ein Fehlalarm war. Die hat gesagt, die zeigen total oft Fehlalarm an. Man möchte jetzt meinen, man rennt da hin und so, wieder ausgeschaltet. Also ist nicht. Immer zuerst zum Patienten. Das heißt, die Prio war total klar. Oder wenn ein Notfallpatient kommt, sie hat an einem Beispiel geschildert, da kommt ein Elternpaar mit einem Kind, das krank ist. Und die sehen die Schwester und fangen sofort an zu erzählen. Sie ignoriert es erstmal. Sie schaut zuerst auf das Kind. Und erst danach hört sie sich an, was die Eltern zu sagen haben. Also auch hier eine total klare Prio. Wie gesagt, das ist eigentlich total leicht. Die Prio 1 ist immer der Mensch. Wenn ich nicht mehr weiß, was jetzt wirklich zu tun ist, die Prio 1 ist immer der Mensch. Heißt allerdings im Umkehrschluss auch, wenn ein technisches Gerät zur Verfügung steht, der Patient braucht es ihrer Meinung nach, dann kriegt das. Auch wenn das jetzt ins Budget des Krankenhauses nur bedingt passt. Ist das echt so, Martina? Und ja, überleg mal, warum so viele Kliniken Miese machen. Also, wenn das Zeug da ist, wird es benutzt, laut Martina. Sie machen auch sowas, was mich an Daily Scrum erinnert hat. Und zwar treffen sie sich beim Schichtwechsel, sind immer so 4, 5 Schwestern, die neuen 4, 5 Schwestern kommen dazu und jede Schwester übergibt ihre Patienten an alle. Also nicht nur an die Schwester, wo man denkt, ja, die macht jetzt den Patienten weiter, sondern an alle. Das heißt, nach dieser Session hat jede Schwester das Wissen über alle Patienten, die gerade auf der Station liegen. Also Wissensverteilen, 60 für 12 soll bedeuten, sie nehmen sich ungefähr 60 Minuten für 12 Patienten. Das heißt, sie reden wirklich relativ intensiv über jeden Einzelnen und das jeden Tag, nach jedem Schichtwechsel. Das heißt, jeder weiß schon, bevor die Schicht anfängt, ziemlich gut Bescheid über alle. Dann gehen die Schwestern, die Schicht fertig haben, heim und erst danach schauen die neuen Schwestern, wer welchen Patienten übernimmt. Also wirklich selbst organisiert und jeder schnappt sich ja, das, was er gerade denkt, wo er am meisten beitragen kann. Sie wechseln die Patienten nicht täglich, sondern vielleicht so alle 3, 4 Tage. Also man betreut jetzt einen bestimmten Patienten und danach ist aber auch mal wieder gut. Dann wechselt man mal wieder durch, damit
ja, ein neues Augenpaar vielleicht was anderes bei den Patienten entdeckt, was die andere Schwester vielleicht übersehen hat. Und sie versuchen, Überkümmern zu vermeiden. Also die hat so genannt, ja, da liegt einer und dem gebe ich halt jetzt ein Fieberzäpfchen, weil er ein bisschen komisch ausschaut. Und dann laufe ich am anderen Zimmer vorbei und der sieht auch komisch aus, gebe ich ihm auch ein Fieberzäpfchen und übersehe, dass das gar nicht mein Patient ist. Und die zwei Schwestern, die schon vorher da waren, ihn auch irgendwie... Also dann schon auch Vertrauen auf das Fachknow-how der anderen Leute. Sie haben also die Schicht übergeben und dann machen sie noch eine Inforunde, und zwar diese Visite, wo die Schwestern und die Ärzte von Patient zu Patient gehen. Und da fand ich interessant, in welche Richtung die Info fließt. Nicht so vom Weißkittelträger, der dann den Schwestern sagt, wie die Welt funktioniert, sondern genau umgedreht. Die Schwestern sind am ganzen Tag am Patienten dran. Die Schwestern sagen dem Arzt, wie sie den Patienten erlebt haben, was sie für tägliche Behandlungen gemacht haben, und erst daraufhin entscheidet der Arzt, wie jetzt weiter behandelt wird. Also er holt sich die Infos wirklich ab und maßt sich nicht an, die Halbgottheit im Weiß zu sein. Und auch hier wieder, ähnlich wie beim Frank, man macht sich ein Bild vor Ort. Der Arzt könnte sich genauso gut jetzt diese Kurve, nennen die das, diese Krankenakte anschauen, durchblättern, oh, die Werte sind ja ganz gut. Die nehmen diese Akte und so ein Wägelchen, rollen zur Station und stellen das Wägelchen vor das Bett, schauen die Akte durch und schauen den Patienten an. Also sie machen sich das Bild vor Ort. Ich habe Martina gefragt, wie sie mit Fehlern umgehen. Ein ziemlich krasses Thema im Krankenhaus. Sie hat gemeint, naja, so viele Fehler sind es gar nicht, mit denen wir umgehen müssen. Nachdem jede Schwester immer alle Infos kriegt nach jeder Schicht und im Laufe der Zeit dann trotzdem jeder mal mitkriegt, was die anderen so tun, ist die Fehlerquote echt nach unten gegangen. Also so dieses, beim Coding würde man vielleicht sagen, Co-Ownership. Also im Laufe der Zeit schauen schon mehr drauf. Auch wenn sich das jetzt vielleicht beißen mag mit diesem Überkümmern, ist aber nicht so. Ich meine, es passiert echt wenig. Und bei wichtigen Sachen machen sie bewusst einen Double-Check. So, sie hat es mir erklärt an Chemotherapie, wo es dann ziemlich lebensentscheidend sein kann, ob man jetzt das linke oder das rechte Fläschchen kriegt. Ich meine, bei diesen Sachen baut man das auf, holt sich eine andere Schwester dazu und sagt, check mal. Die checkt das nochmal und dann geht es erst raus. Also bei kritischen Sachen echt immer einen ganz, ganz bewussten Double-Check. Und ich meine, es ist eigentlich so gut wie nie irgendwas passiert. Was nicht heißt, dass immer alles funktioniert. Also, es sterben Leute, es ist ein Krankenhaus. Und ich habe gesagt, Martina, wie kannst du weiterarbeiten, wenn während einer Schicht jemand stirbt? Sie hat dann gemeint, jetzt habe ich mal ein wörtliches Zitat, ja, oder man lernt zu akzeptieren, dass nicht alles möglich ist. Ich mache halt weiter, weil die anderen Patienten schon warten. Das heißt, sie lässt sich nicht durch den Rückschlag runterziehen, auch wenn er sie bewegt, sondern macht weiter, weil das, was jetzt kommt, auch einen Sinn für sie hat. Sie macht weiter, weil sie anderen Leuten helfen kann, trotz dieses Rückschlags. Überhaupt, hat sie gemeint, ist ihre Motivation zu wissen, dass sie was Wertvolles tut, was wirklich Wert hat. Wertvoll im wahrsten Sinne des Wortes. Ich meine, sie wollte nie eine Ärztin werden. Sie wollte Menschen pflegen. Also sie hat sich in einer Art mit ihrem Job identifiziert, wo ich dachte, wow, ich bin neidisch. Und ich mag auch, was ich tue. Aber es war krass. Sie hat auch im Umkehrschluss gesagt, ja, dieses Identifizieren, das ist auch immer mal so ein Thema. Die arbeiten nämlich in dem Krankenhaus, wo auch eine Schulungsklinik irgendwie angeschlossen ist. Und die hat gemeint, ja, manchmal neue Kolleginnen, Schwestern, Schülerinnen, die sagen, ja, das mache ich jetzt, weil ich eigentlich Medizin studieren wollte und Numerus Clausus und so, ich muss jetzt 2 Jahre warten und in der Zeit mache ich halt Krankenschwester. Und die hat gemeint, mit denen kann sie jetzt nicht so wirklich viel anfangen, weil sie nicht das tun wollen, was sie jetzt gerade tun. Sie nehmen das nur als Durchgangsstation. Im übertragenen Sinn, sie wollen nicht coole Software bauen, sondern eigentlich wollen sie Software-Architekt oder Consultant werden. Und das ist halt jetzt nun mal so eine Übergangsstation. Für die Martina war es wert, aus dem rauszuziehen, was sie jetzt genau in dem Moment tut.
fand ich sehr bemerkenswert. Eine Inspiration neben dieser Sinnsache habe ich mir mitgenommen, dass es echt hilfreich sein kann, wenn man immer weiß, was ist die letzte Priorität. Bei Martina war es einfach, da ist es immer der Mensch. Manchmal in meinen Projekten habe ich schon ab und zu die Priorisierung verloren. So, du bist zu nah dran und merkst gar nicht mehr, worum geht es denn hier eigentlich. So ähnlich wie bei dem Blutdrucksenken da beim Frank. Das war die Martina, Krankenschwester. Wir kommen von dem ganz ernsten Thema wieder zu etwas heiteren, und zwar zur Jutta. Bei der Jutta geht es um eine Disziplin, die bei uns auch oft vorkommt. Ja, wir sind Softwareentwickler, wir müssen so kreativ sein, wir müssen ganz oft improvisieren. Das tut Jutta. Jutta macht nämlich Impro-Theater. Jutta ist Theaterpädagogin und ist Mitglied einer Gruppe, die heißen die nachwachsenden Rohstoffe. In Nürnberg gibt es noch eine andere, die hat noch einen besseren Namen, die heißen Sex auf Kraut. Kennt jemand von euch Impro-Theater? Ich kenne sogar Sex auf Kraut. Oh, okay. Du? Okay, für die anderen ganz kurz. Das ist ja Laientheater. Ohne Vorbereitung. Das heißt, die kommen auf die Bühne, da ist ein Publikum. Und es gibt ein paar bestimmte Rollen. Es ist immer ein Moderator dabei, der dem Publikum die Regeln erklärt. Und es ist ein Schiedsrichter dabei, der sehr streng darüber wacht, dass da jetzt den Regeln gefolgt wird. Hier hat es mir so erklärt, es ist die Person, die es aushält, alle negativen Energien auf sich zu ziehen. Also der ist gern der Buhmann. Und dann gibt es halt das Publikum und die Theaterspieler. Der Moderator sagt also, ja, wir fangen einfach an mit einer Szene. Liebes Publikum, gebt mir mal zwei Akteure. Publikum sagt, ja, Pinguin und ja, ein Rentner, ungefähr 65 Jahre, graues Haar und mit Gehstock. Moderator sagt, oh, nochmal zwei Gefühle. Ah ja, Hass und Freude. Ja, und ein Spielort, oh, die Sahara. Die Spieler stehen ein bisschen komisch da. Moderator zählt runter, so 5, 4, 3, 2, 1, dann go. Dann muss einer von dem Team auf die Bühne springen und anfangen, irgendwas zu tun, wo er vorher keine Ahnung hatte. Er fängt irgendwie an zu improvisieren. Und das Publikum kennt die Regeln und machen mit und geben Feedback. Das Publikum kriegt am Anfang Schwämmchen und Rosen. Wenn sie irgendwas jetzt super finden, schmeißen sie eine Rose vor. Das heißt für die Spielenden, hey, mehr davon. Und wenn sie irgendwas scheiße finden, schmeißen sie den Schwamm vor. Ich weiß, sind die nass, Thomas, diese Schwämme? Muss ich gesehen, oder haben sie es noch nicht gemacht? Ah, okay, gut. Also, nasse Schwämme werden irgendwie motivierender vielleicht. Also, sie geben Feedback. Und das ist es eigentlich. Fürs Publikum ist das die größte Gaudi, die du dir überhaupt vorstellen kannst, weil die wissen ja selber nicht, was kommt. Sie erwarten aber was, nämlich das hier. Jutta hat mir gesagt, ein ordentlich rausgespieltes, ja, eine Szene ist total langweilig. Das wird immer erst dann interessant, wenn die nah dran sind, abzukacken. Wenn sie am Scheitern sind. Nur durch irgendwelche Brüche in der Handlung ergibt sich was Spannendes Neues. Das heißt, das Scheitern wird nicht billig in Kauf genommen, sondern das ist das Prinzip. Ohne Scheitern oder ohne diesen nahen Abgrund keine Kreativität. In Jutta hat gemeint, ey, es ist gar nicht schlimm. Ja, eigentlich ist es schon schlimm, weil man immer kurz davor ist, sich komplett zum Affen zu machen. Aber das Publikum ist ja mit im Boot. Das Publikum kennt die Rollen, die Regeln und die wissen, ohne Scheitern wird es langweilig. Ich möchte dazu gebracht, das ist dieses, ja, komme ich dann später noch drauf. Also das Publikum ist mit im Boot. Und ich habe gesagt, ja Jutta, das kann doch überhaupt nicht funktionieren. Ja, das funktioniert auch eigentlich fast nie, aber das ist das Coole dran. Du musst nur die Angst davor verlieren, dich vor dem Publikum komplett zum Seppen zu machen. Die hat gemeint, ein Guru ihrer Impro-Theater-Szene hat einen Satz geprägt, getting rid of fear. Die hat gemeint, immer dann, wenn sie es schaffen, in einem Abend mal
zu vergessen, dass sie eigentlich Schiss haben, dass das Publikum das jetzt nicht mögen könnte. Wenn sie das mal vergessen, dann wird es grandios. Getting rid of fear. IT-Projekte ohne Fear geht vielleicht. Also ohne Fail geht definitiv nicht. Man soll auch immer nur knapp am Scheitern sein. Und sie hat gemeint, sie machen das, indem sie wissen, mein Kollege wird mich nicht alleine dort stehen lassen. Wenn jetzt einer oben steht und jetzt mit dem Pinguin und dem Rentner überhaupt nichts mehr gebacken kriegt, kann er sicher sein, einer stürmt von den anderen auf die Bühne und springt irgendwie ein und macht was noch Abstruseres. Also dieses blinde Vertrauen in dein Team, die werden mich nicht hängen lassen. Das war das eine. Und das zweite, dieser geschützte Raum. Während dieser Veranstaltung wissen diese Impro-Theater-Leute, das Publikum ist mit im Boot. Die kennen die Regeln, die wissen, dass dieses Scheitern das Ding besser macht und nicht schlechter. Und ich habe mir gedacht, Mann, wie cool wäre das, wenn wir unsere Kunden dazu bringen würden, das auch so zu sehen. So dieses, hey, der erste Prototyp, der wird irgendwie mistig sein, aber er bringt uns auf ein paar neue Ideen. Und das nicht anzusehen, also boah, die Komplimente, die machen ja keine gescheite Software, sondern hey, die produzieren Ideen so schnell, dass es dir schwindelig wird. Manchmal gelingt es, aber da würde ich mir echt mehr wünschen. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, mit diesem geschützten Raum, mit der Art, wie wir mit Fehlern umgehen, also diese Fehlerkultur. Und die haben nicht nur eine Fehlerkultur, die kultivieren Fehler sogar. Also und sie tun das, indem sie sich einen Kodex gegeben haben. Der Kodex besteht im Eigenlingen aus Sachen, die sie nicht tun wollen. Sie wollen nicht blockieren. Wenn jetzt einer sagt, ja, mit dem Pinguin, dann sagen die nicht, ah, Pinguin ist blöd. Sondern die machen was mit dem Pinguin. Sie sagen, sie sollen auch nicht negativ sein, sondern wenn der Kollege eine bestimmte Szene anfängt, dann sagen die, ah, das mit dem Pinguin war ganz nett, aber schau mal hier, ich habe für die Sahara diese wunderschöne Gazelle. Also nicht wieder irgendwas rumdrehen, auch nicht kneifen. Er sagt, ja, in der Sahara, da steht jetzt dieser riesige Eisberg. Nicht kneifen, mach was mit dem Eisberg. Und auch nicht den Einsatz senken. Auch nicht sagen, oh, du sagst, das ist ein Eisberg, da sind doch nur 3 Eiswürfel. Na, damit kann ich umgehen. Also lieber noch eine Schippe drauflegen in dem Bewusstsein, hey, das macht mich eigentlich noch einen Tacken besser. Und sie sagt auch, am langweiligsten ist es für das Publikum, wenn die Leute versuchen, absichtlich originell sein zu wollen. Ich habe gemeint, es ist immer dann am besten, wenn die Leute halt einfach drauf losspielen. Und am allerschlimmsten scheint es zu sein, wenn du so einen Rockstar dabei hast. Der meint, der hat immer die Superpointen und die anderen sind nur Staffage. Das muss am ätzendsten fürs Publikum überhaupt sein. Also wirklich dieses alles in auf Augenhöhe, jeder hilft dem anderen aus der Patsche und wir lassen uns selber mal überraschen. Ja, ja, Jutta, hey, wie macht ihr das? Wie schafft ihr das, die ganze Zeit so auf Kommando kreativ zu sein? Und ja, sind wir eigentlich gar nicht. Wenn du ständig mit einem Scheitern konfrontiert bist, geht es von alleine, Not macht erfinderisch. Ja. Wie werden sie besser? Sie hat gemeint, sie würden es nicht schaffen, alleine besser zu werden. Sie brauchen einen Mentor von außen. Einer, der weiß, wie das funktioniert und einer, der selber dieses Fehlermachen zum Credo erhebt. Sie hat mir erzählt, sie hatten einen Mentor, also sie hatten sich immer eingebildet, sie wollen, wenn sie auf die Bühne gehen, sie wollen so auf die Bühne marschieren. Und das hat überhaupt nicht geklappt, weil keiner von ihnen marschieren konnte. Das war immer ein Fiasko. Und der Mentor hat gesagt, hey, macht's zur Kunstform. Es muss nicht perfekt sein. Seitdem marschieren sie wieder genauso auf die Bühne wie vorher, nur sind stolz drauf. Und das Publikum tobt schon, während sie nur auf die Bühne laufen und dreimal stolpern. Also ohne diesen Mentor hätten sie nicht begriffen, dass das Fehlermachen eigentlich was Cooles ist. Sie hat gemeint, der Mentor darf sich auch selber nicht zu schade sein. Der muss auch selber Mut zum Scheitern haben. Und er muss die Schmerzgrenzen ausloten. Also er darf jetzt nicht über die Grenzen gehen und sagen, ich will jetzt, dass du das mit diesem Eisberg spielst und dazu wäre es gut, wenn du nackt wärst, sondern schon die persönliche Spannweite von jedem respektieren, aber auch bis kurz davor gehen. Also die Leute wirklich rauskitzeln. Und sie hat gemeint, ohne diesen Mentor wären die auf die Hälfte ihrer völlig abstrusen Ideen nie gekommen. Der hat sie wirklich rausgekitzelt.
Ich meine, die Leute in sich, also die Gruppe selber, wird sich nicht so rauskitzeln können. Sie brauchen diesen Mentor von außen. Die Inspiration hier war, ja, dieses Getting rid of fear. Please do not feed the fears. Also macht nichts, was euch irgendwie noch ängstlicher, zögerlicher macht. Nimm das Publikum mit ins Boot. Versuch diesen geschützten Raum zu schaffen, in dem du ausprobieren kannst. Kultivier dieses Scheitern und sei stolz auf das, was du tust, indem du dir den Kodex gibst, wo du wirklich mal sagst, hey, nein, wir kneifen nicht. Wir senken den Einsatz nicht. Hat mir echt Lust gemacht auf Impro-Theater. Das waren die fünf. Ein Feuerwehrkommandant, eine Friseurin, eine Tanzlehrerin, eine Krankenschwester und eine Impro-Theaterspielerin. Wenn meine Eingangsfrage war, ob neben dem Requirements Engineering bei Frau Müller generell gesagt die Agilität irgendwo da draußen ist, habe ich dafür einen Haufen Anregungen gefunden. Ich bin ganz oft bestätigt worden und ich habe vor allem mal wieder gelernt, neugierig zu sein auf die Art, wie andere ticken. Nachzufragen und vor allem mal zuzuhören. Nicht sofort, wie ich es gerade tue, Weisheit über die Menschheit zu verteilen suchen, sondern einfach mal Klappe halten, zuhören, was die so berichten. Fand ich super, super interessant. So ganz generell gesagt, die Lerneffekte waren für mich: Nimm die Prioritäten so, wie sie sind, nicht als gesetzten. Nimm dir die Freiheit, die auch mal zu ändern, wenn es dir sinnvoll erscheint. Geh nicht davon aus, dass du am Anfang alles weißt. Versuch eher einen günstigen Umgang mit deinem Unwissen zu finden. Das wird schon. Es kommt auf die richtige Kommunikation an. Egal, ob das jetzt 2 Zentimeter sind oder der Bierkasten beim Walzer. Super zentraler Punkt. Scheitern ist wichtig. Ohne Brüche gibt es keine Inspiration. Lernen scheint wichtig zu sein und auch dieses Arbeiten im Team. Egal, ob das jetzt die Intensivstation auf Malediven war oder die Feuerwehrmannschaft. Und als ich es dann so zusammengefügt hat und ich auch mal bei uns bei der Compliment so über das Thema gequatscht habe, ist wirklich so ein großes Licht aufgegangen. Da hat ein Kollege gesagt, ja, hey, aber alles, was du hier sagst von diesen Berufen, das heißt doch eigentlich, das ist doch völlig normal, agil zu sein, oder? Ich habe dann gedacht, ja, alle Welt ist agil. Die machen es ohne groß drüber nachzudenken. Aus irgendwelchen Gründen haben wir in unserer Softwarebranche vor ein paar Jahren verlernt, agil zu sein, entdecken es jetzt wieder und finden es total super, erklären es dann anderen Berufen und sagen, ja, okay, und? Die sind agil. Agil sein ist normal. Das heißt für uns Entwickler, lass uns zelebrieren, normal zu sein und nicht irgendwie abgefahrene Kunstwesen, sondern gesunder Menschenverstand. Wenn die Agilität da draußen ist, überall, und wir auch irgendwie nur Menschen sind, heißt es eigentlich, ist ja auch irgendwo da drin. Und nämlich in euren Teams. Die ist jetzt schon da. Ich höre ab und zu mal, wenn ich Firmen coach, ja, würden wir gern machen, aber unsere Entwickler sind nicht so, die wollen das nicht, die wollen sich gar nicht selber organisieren. Bullshit. Natürlich mag es manchmal ein paar Schlafmützen geben, die gibt es überall, aber ich glaube, die allermeisten von uns wollen geile Software schreiben, wollen zufrieden sein mit dem, was sie tun, wollen darauf stolz sein. Und wenn sie es gerade nicht sind, dann vielleicht nur deshalb, weil wir die Teams steuern oder die sich diese Agilität auf die Fahnen geschrieben haben, ihnen die Luft zum Atmen nehmen und ihnen den Raum gar nicht lassen. Und nicht, weil sie es nicht wollen. Die Agilität ist da, ihr habt genau die Leute schon, die ihr braucht. Nämlich genau solche. Oder die. Oder die. Oder die. Oder sogar eine Impro-Theaterspielerin. Wenn ihr an das Bild vom Eingang denkt, diese agile Insel irgendwo im Nix, dann hoffe ich, die Stunde hat euch jetzt ein paar Impulse gebracht, Segel zu setzen, eure Insel mal zu verlassen, loszusegeln auf das nächste Inselchen oder den Kontinent und rauszufinden, was es da gibt.
erste Folie war meine Lunge. Ich stehe jetzt hier, also ihr könnt daraus ersehen, ich habe es überlebt. Ich habe es aber mehr als überlebt. Der Schwerpunkt in dem Maledivenurlaub hat sich ein bisschen verschoben. Von hier nach da oben. Für mich hat dieser komische Urlaub einen ziemlich positiven Ausklang gehabt. Ich habe mich nämlich getraut, meiner Frau in dem Urlaub einen Heiratsantrag zu machen. Und jetzt hier, ich habe einen Ring dran. Also eine scheiß Situation, die ein super Ende genommen hat. Super Ende, könnt ihr hoffentlich heute Abend sagen, nach dem .NET Day. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Inspirationen geben. Ich wünsche euch viel Spaß auf eurem Segeltrip weg von eurer agilen Insel und haut rein. Danke. Eine richtige Frage- und Antwortrunde ist jetzt bei dem Thema. Wir können gerne draußen am Komplementstand diskutieren. Wenn ihr zum Diskutieren kommt, versäumt nicht, mal Dev-Checker zu spielen. Wir haben ein Quiz gebaut mit ein paar abartigen Fragen, die ausschauen wie die IDE. Spielt's mal, findet mal eure Entwickler-Coolness raus. Beispielfrage, für jeden Sprint sollte ein Scrum-Team eine sogenannte Sprint-Goal definieren. Welchen Song sollte das Team im Kopf haben, wenn es an das Sprint-Goal denkt? Oops, I did it again. Oder Nothing else matters. I can get no satisfaction. Oder Highway to Hell. Wie die richtige Antwort ist, findet ihr bitte selber raus. Komm mal vorbei, spielt's mal. Dankeschön. Und jetzt guten Appetit. Cooler Vortrag. Danke. Sehr cooler Vortrag. Ja. Super Idee mit dem Vergleich. Danke. Auf jeden Fall. Super, freut mich. War für mich schon interessant, den auszuarbeiten. Sehr gut, wie immer, könnte man fast schon sagen. Nach dem Bundestags-Con und wie zerstöre ich es? Okay, aber du bist im QR-Code. Ja. Dankeschön, Dankeschön. Ja, war nicht geplant für hier, ne? Hat sich gestern kurzfristig. Also ich hatte den Vortrag schon, aber er ist ja jetzt nicht ganz fremd zum Bundeskram. Passt doch sehr gut. Ja, du musst dann auch mal Dev-Checker spielen. Feedback-Zettel wohin? Außen am Eingang. Okay.